Hallo, wie ihr seht, habe ich doch noch mal die Zeit gefunden, ein Video im Februar zu drehen, oder ich habe mir zumindest die Zeit genommen, weil ich nämlich dann doch Lust bekommen habe, euch auch ein kleines Neuerscheinungsvideo abzudrehen, also von ein paar Neuerscheinungen zu erzählen, die jetzt noch im Februar und März erscheinen und auf die ich mich ganz besonders freue. Allerdings dürft ihr keine lange Liste von Büchern erwarten. Ich habe mich tatsächlich nicht hingesetzt und aktiv nach Neuerscheinungen gesucht, sondern diese drei Bücher hier, auf die bin ich quasi nur zufällig mit der Nase gestoßen worden und habe dann gedacht, auf die freue ich mich, die will ich unbedingt lesen. Und diese drei stelle ich euch jetzt vor. Und ich habe sie sogar in eine kleine Rangordnung gebracht, quasi nach Aufgeregtheit oder wie sagt man das? Also als erstes stelle ich euch das Buch vor, bei dem ich sage, ja, das klingt gut und da freue ich mich drauf. Und als drittes stelle ich euch eben das Buch vor, bei dem ich total aus dem Häuschen bin und gar nicht abwarten kann, es in den Händen zu halten. Wobei ich ja solche Rankings immer sehr schwierig finde und jetzt auch schon wieder anfange zu überlegen, ob ich die zwei oberen nicht auch tauschen könnte. Also es ist immer ein bisschen schwierig, aber wir machen da jetzt keine Wissenschaft draus und wir bleiben mal bei dem Plan. Und dann wäre das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, Dinosaurier auf anderen Planeten von Daniel McLaughlin. Das ist übersetzt von Silvia Morawetz aus dem Englischen. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil jetzt Anfang des Jahres natürlich sehr viele solcher Neuerscheinungsvideos rauskommen. Im Englischen heißt das dann Anticipated Releases und ganz viele BookTube-Kanäle stellen so ein paar Neuerscheinungen vor, auf die sie sich freuen im neuen Jahr. Und da haben sehr viele britische BookTuber ein Buch gezeigt namens The Art of Falling von derselben Autorin, was jetzt ihr Debütroman ist und was demnächst irgendwann im Englischen erscheint. Und als diese BookTuber eben dieses Buch als Anticipated Release gezeigt haben, haben sie alle einstimmig gesagt, sie freuen sich darauf, weil sie die Kurzgeschichtensammlung von Daniel McLaughlin so toll fanden, Dinosaurs on Other Planets. Und es war wirklich auffällig, dass ich drei oder vier Videos gesehen hatte in relativ kurzer Zeit, wo alle von dieser Kurzgeschichtensammlung schwärmten, sodass ich dann schon gedacht habe, okay, da muss ich mal nachgoogeln, da muss ich mir mal angucken, was es damit auf sich hat. Und habe eben direkt gefunden, okay, es gibt auch eine deutsche Übersetzung, Dinosaurier auf anderen Planeten, habe mir das mal gemerkt und habe dann erst vor kurzem zufällig gesehen, dass das gar kein Buch ist, das es schon auf dem Markt gibt, sondern dass das eben im Deutschen erst noch eine Neuerscheinung ist. Und zwar erscheint das Buch am 22. Februar bei Luchterhand. Obwohl der Titel so ein bisschen nach magischer Realismus klingt, finde ich, klingt der Klappentext nicht danach. Ich glaube nicht, dass es magischer Realismus ist. Es heißt eher so, sie folgt in ihren Geschichten verschiedenen Menschen, jung und alt, die zu sich finden müssen und durchs Leben gehen, wie Touristen in einem fremden Land mit einer Mischung aus Staunen und Misstrauen. Der Klappentext klingt so, dass ich sage, ja, klingt nicht schlecht. Es klingt nicht unbedingt nach einem Buch, wo ich sofort sage, das muss ich lesen. Das sage ich eher deswegen, weil ich halt jetzt so viele begeisterte Stimmen dazu gehört habe. Und wenn man sich ein bisschen umguckt nach Pressestimmen und Kritiken, sieht man auch, dass das Buch sehr gut aufgenommen wurde von der Kritik. Es hat auch einige hochdotierte Literaturpreise bekommen. Und ja, insgesamt bin ich neugierig drauf geworden. Als nächstes würde ich euch dann gerne erzählen von Stille Trommeln von Ulla Hahn, was am 22. März im Penguin Verlag erscheint, wobei ich schon gar nicht genau weiß, wie ich den Titel aussprechen soll, denn schon der Titel ist so genial. Je nachdem, welches der beiden Worte man eben als Verb betrachtet und welches man als Nomen betrachtet, kann der Titel unterschiedliche Bedeutungen annehmen. Und das hier ist ein Gedichtband. Ich habe ja, glaube ich, Ulla Hahn auf meinem Kanal schon mal als Lieblingslyrikerin bezeichnet und zu der Aussage stehe ich heute immer noch. Ich habe auch so ein bisschen eine nostalgische Liebe zu ihrer Lyrik, weil ein Gedichtband von ihr zum ersten Mal meine Liebe zur Lyrik quasi begründet hat. Ihr Gedichtband Widerworte damals war, glaube ich, überhaupt der erste Gedichtband, den ich jemals in meiner Freizeit gelesen habe, damals noch als, ja, in der Schule. Und es war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, wie viel Freude das Lesen von Gedichten machen kann und dass Gedichte nicht nur etwas sind, was man irgendwie mühsam im Deutschunterricht auseinandernehmen muss und irgendwelche Tabellen mit stilistischen Mitteln durchkämmen muss, um irgendwo eine Alliteration zu finden und sich aus dem Kopf zu drücken, was diese Alliteration meinen könnte, sondern dass Gedichte eben unglaublich tolle Leseerlebnisse bergen können. Und ich finde, Gedichte können auf eine Art und Weise mit Sprache und Form spielen, wie es Prosa vielleicht nicht kann oder einfach nicht macht. Also ja. Ulla Hahn, große Liebe. Und in diesem Gedichtband sind Gedichte aus den letzten 20 Jahren versammelt. Sie hat ja auch in den letzten 20 Jahren fleißig an einer Romanreihe geschrieben, rund um ihre Protagonistin Hilla Palm. Habe ich das nicht hier auch?
Die Romanreihe beginnt mit Das verborgene Wort. Und das heißt so schön in der Beschreibung für diesen Gedichtband, dass, wann immer, hat man das jetzt eigentlich gesehen? So sieht's aus. Wann immer Olaharan quasi Atem holen musste beim Romane schreiben, dann hat sie eine Pause gemacht, indem sie Gedichte schreibt. Und diese Gedichte sind hier versammelt. Und das heißt auch in der Beschreibung, dass sich vor allem die letzteren Gedichte mit den Themen Technik und Naturwissenschaft auseinandersetzen. Und das klingt alles sehr, sehr gut und ich freue mich sehr drauf. Und zu guter Letzt erscheint am 15. März im Blessing Verlag das neue Buch von Kazuo Ishiguro. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott. Okay, Clara und die Sonne heißt das gute Stück. Und es erscheint tatsächlich auch am 2. März erst in englischer Sprache und dann am 15. März in deutscher Sprache. Also da muss sich der deutsche Verlag, im Blessing Verlag erscheint es übrigens, extrem gesputet haben mit der Übersetzung oder es ist abgesprochen oder keine Ahnung, wie das geht. Egal, ich bin super aufgeregt. Kazuo Ishiguro, würde ich ihn auch als Lieblingsautor bezeichnen? Ich weiß nicht, vielleicht schon. Also ich habe 4 Bücher von ihm gelesen, wovon ich 3 absolut großartig finde und das 4. auch nicht schlecht war, aber 3, die ich absolut großartig finde. Und von diesen 3 ist eben eins meiner größten Lieblingsbücher aller Zeiten und das ist Der begrabene Riese. Dieses Buch ist ein Meisterwerk, ein verdammtes Meisterwerk, Leute. Und falls ihr euch fragt, was die anderen beiden Bücher sind, von denen ich auch so begeistert war, das war zum einen The Remains of the Day, im Deutschen Was vom Tage übrig blieb und außerdem Never Let Me Go, was im Deutschen, glaube ich, heißt Alles, was wir geben mussten. Von daher bin ich sehr aufgeregt, dass er jetzt ein neues Buch rausbringt. Das Schlechteste oder das einzige Schlechte, was man eigentlich über die Bücher von Kazuo Ishiguro sagen kann, ist, dass sie verdammt lange auf sich warten lassen. Also sein letztes Buch war nämlich Der begrabene Riese und ich habe das jetzt eben nochmal nachgeguckt. Das erschien 2015, also vor etwa 6 Jahren. Aus dem Bauch raus hätte ich sogar gedacht, es ist länger her. Aber gut, 2015. Das heißt, er arbeitet sehr lange an seinen Büchern, aber ich schätze, daran liegt es vermutlich auch, dass sie die Qualität haben, die sie haben. Und bei Clara und die Sonne geht es um, also Clara ist ein sogenannter Artificial Friend. Das heißt, sie ist eine Art Puppe, die mit künstlicher Intelligenz arbeitet und die dafür gebaut ist und gemacht ist, dass sie Jugendlichen als Freund und Wegbegleiter dient. Und die Geschichte startet, glaube ich, so ein bisschen damit, dass Clara im Schaufenster steht, auf die Straße guckt und sich fragt, wer sie dann kauft und mit nach Hause nimmt. Und dann wird sie von einem Mädchen gekauft, begleitet sie nach Hause und muss dann feststellen, dass die Menschen anders sind, als sie erwartet hat. Und sie lernt einiges über die Menschen und die Liebe. Und viel mehr weiß ich nicht von dem Buch. Ich muss auch nicht mehr wissen. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Das war auch schon mein etwas chaotisches, kurzes, kleines Neuerscheinungsvideo. Ihr seht, die Vorfreude ist groß. Wann ich wirklich dazu komme, die Bücher zu lesen, weiß ich noch nicht. Denn ich habe immer noch einige hier, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Und ich bin da ja immer sehr diszipliniert. Also die sind jetzt in der Priorität erstmal höher. Aber ihr seht, die Vorfreude ist da und jetzt wäre ich natürlich gespannt, ob das Bücher sind, die euch auch interessieren oder eher nicht oder ob ihr noch ein paar andere Tipps habt für mich. Was sind so Neuerscheinungen, auf die ihr euch freut in den nächsten Wochen und Monaten? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr mögt. Ich bin immer für Tipps dankbar und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.